So, ich mache da jetzt mal zwei Videos drauf. Natürlich kann man hier eigentlich. So, jetzt spielen wir mal eine andere Musik hier im Rennen 202. Da kommen etwas weniger Leute pro Lauf weiter, denn wir hatten insgesamt 24 Boote in diesem Junioren-Doppelzweier am Start. Und gestern gab es bereits die vier Vorläufe, die natürlich auch alle richtig huckevoll waren. Sechs Boote in jedem Rennen, von denen sich immer nur eins fürs Halbfinale qualifiziert hat. Das heißt, wir haben jetzt schon sechs. Vier natürlich. Und wir brauchen jetzt noch weitere acht. Und die finden wir in vier Hoffnungsläufen, in denen jeweils die ersten beiden weiterkommen. Es sind also jetzt jeweils fünf Boote in den nächsten vier Rennen auf der Strecke. Und von denen qualifizieren sich nur zwei, nämlich die ersten beiden für das Halbfinale. Und die anderen drei scheiden jeweils. Also da ist doch dieser komische Kasten da in der Mitte. Und direkt links davon, jetzt links davon ist Rufus. Wir haben Hannover mit Osnabrück, das sind Jahreskraft. Und die haben also jetzt die Aufgabe, dass sie etwas ruhiger werden sollen. Das ist die Offenbacher Rudergesellschaft. Auf der Startbahn 4 haben wir Greifswald. Sie kommen an die 500-Meter-Marke, das heißt 1000 sind schon weg, 500 müssen sie noch rudern. Vom RAB bis hier runter zum Zielturm. Und Julius Klein und Rufus Henning, die machen das hier von vorne weg. Und dahinter, da ist die Frage, wird es jetzt Lautsprecher gleich vorbei im Hintergrund. Und Ilias Sander, oder werden es doch Martin und Hans, nämlich Greifswald mit Schwerin vorlegen, gar nicht mehr mitgehen. Die Innenbahn auf Platz 4, die Renngemeinschaft München-Nürnberg und wir da außen auf der hintersten Bahn schon ganz deutlich zurückgefallen. Also die werden hier mit dem Halbfinale nichts mehr anmelden können. Vorne weiterhin das Boot aus Offenbach und Rufus auf die letzten 300 Meter. Sehr schön. Also keine Körner gebraucht, um das Rennen zu gewinnen. Ist auch sehr kontrolliert. Beleuchtet uns das Ziel. Mal gucken, wie es ausschaut. Immer noch ist es das Offenbacher Boot, das mit drei Decken vorne liegt. Also da gar kein Problem. Jetzt kommt die große Generalattacke der beiden Jungs aus Greifswald und Schwerin. Martin und Hans, die greifen nochmal ordentlich in die Tasten und wollen nochmal ran an diese Renngemeinschaft aus Hannover. Aber stark da drüben von Jaroslav und Elias, die halten wacker dagegen. Im Moment machen sie die Frequenz der beiden aus Greifswald und Schwerin mit Power wett. Und das gelingt ganz gut. Über eine Länge haben sie noch Vorsprung.